Ex-Häftling und Model Jeremy Meeks, der britische Shootingstar Stephen James und Topmodel Cara Delevingne. Sie alle tragen sie auf der Haut. Kunstwerke, die für immer bleiben. Der Tattoo-Trend im Model-Business ist längst Alltag. Vor 10, 15 Jahren oder so, da war das schon so, das Model war quasi die Leinwand, so neutral wie möglich, und der Kunde hat dann alles arrangiert und gemacht. Mittlerweile ist schon so, dass oft auch Persönlichkeiten gesucht werden, Charaktere, und das lässt sich ja mit Tattoos super zeigen. Die Haut als Leinwand, für Yunus normal. Seit einem halben Jahr ist der 20-Jährige bei der Linzer Modelagentur Inner Circle Management. Seine erste Tätowierung hat er sich mit 17 stechen lassen. Da habe ich mir das von Michelangelo tätowieren lassen, weil das war halt eher was Privates, Emotionales, und deswegen, das war mein erstes Tattoo. Und dann ist es weitergegangen eigentlich mit 18. Da habe ich mir dann, glaube ich, 3 Tattoos stechen lassen, und dann ist es eigentlich so weitergegangen. Stil auf Russisch. Blitze, eine Schlange. Motive, die Yunus ausmachen, ihn im Business sogar weiterbringen. Die Regeln der Modewelt sind aber streng. Tätowierungen müssen trendig sein, dem Zeitgeist entsprechen. Was nicht mithält, die Rose am Schulterblatt oder der Stacheldraht am Oberarm. Und auch der sogenannte Underboob, ein No-Go. Der fällt mittlerweile in die Kategorie Arschgeweih. Was gar nicht geht, ist halt alles, was jetzt irgendwie voll schlecht gestochen ist, was schon uralt ist oder verlaufen ist. Und was, finde ich, ein absolutes No-Go selbstverständlich ist, wenn da irgendeine Message dahinter steckt, irgendwas Politisches oder gar rassistisch-kriminell. So ist es natürlich ein absolutes No-Go. Magdalena weiß, wovon sie spricht. Die Linzerin modelt seit 12 Jahren, kennt die internationalen Laufstege. Das, was man nach außen zeigt, ist natürlich immer nur Glamour, aber es ist wirklich ein harter Job. Du musst fit sein, trainiert sein, und ja, Stichwort Model-WG, Model-Apartments, das ist alles andere als glamourös. Also da kann schon sein, dass man sich ein Doppelzimmer oder mit 4 anderen im Zimmer teilweise ist, sich das kleine Badezimmer und die kleine Küche teilt. Wenig glamourös und trotzdem der Traum vieler junger Frauen. Magdalena lebt diesen Traum. Sie war schon auf den Laufstegen in Mailand, Bangkok und Paris. Da war schon fast Magerwahn angesagt. Also ich habe über 10 Kilo weniger gehabt damals, und das war schon sehr, es könnte noch ein bisschen weniger sein, in diese Richtung. Und ich habe das ein paar Jahre lang gemacht, aber habe dann einfach für mich gemerkt, dass es das nicht sein kann, dass es nicht nur auf das ankommen darf. Magerwahn und 90-60-90. Richtwerte, die immer seltener werden. Auch Magdalena und Julia Traxler wollen weg davon. Vor einem Jahr haben das Model und die Fotografin ihre Agentur Inner Circle Management gegründet. Mittlerweile haben sie 120 Models unter Vertrag. Die beiden Ex-Miss Austrias Julia Furdea und Annika Grill, genauso wie unsere Moderationskollegin Isabella Köck. Die haben zwar keine Tätowierungen, ein Drittel der Inner Circle Family, aber schon. Die Haut als Leinwand. Mittlerweile also irgendwie schon Alltag im Model-Business.